So. Schöne Bäume, etc. Hier komme ich nicht hoch, oder was? Doch. Tja. Hier oben ist nichts. Dann ist es da unten vermutlich doch ein Höhleneingang. Hab's erst gedacht, das ist vielleicht gar keiner. Ja genau, da könnte ich rein in die Schleierhainhöhle. Müsste mir aber wahrscheinlich auch erst ein Quest besorgen. Müssen wir mal gucken, wo es die Quests hierfür geben könnte. Die können es alle in Dämmerstern geben. Da haben wir ja neulich sowieso gesagt, in Dämmerstern war man noch nicht wirklich viel. Ich denke mal, da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Questreihe. Wir haben uns ja auch mit dem Jarl von Dämmerstern noch nicht angefreundet. Das kann man bestimmt auch machen. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Nachtigallengeschichte fertig. Und gucken mal. Schön hier eigentlich so. Bisschen kalt, aber nette Gegend. So, Della, wie weit haben wir es denn noch? Da vorne ist noch ein Mammutlager, wenn ich das richtig sehe. Und zu dem... Und ein Eistroll natürlich. Schon vergeht ein Motorhead. So, komm mal her. Ins Gesicht. Und das war's schon. Wir machen viel zu viel Schaden. Die Kämpfe sind irgendwie nicht mehr wirklich... gehen ziemlich schnell vorbei, sagen wir mal so. Da ist noch irgendwas. Noch ein Eistroll. Aber wenn wir den Kopf treffen und einen kritischen Treffer abräumen, dürfte es relativ schnell gewesen sein. So brauchen wir tatsächlich drei Pfeile ohne einen Crit. Naja. Oh, was ist denn das da vorne für ein Symbol auf der Karte? Diese Klaue oder was das ist? Wie weit werden wir es denn da haben? Gibt es irgendwo eine... Ich hoffe, dass hier noch gleich... Könnte sein, dass hier die Trolle alle herkommen, ne? Das ist gerade mein Gedanke, deswegen schleiche ich jetzt hier auch mal durch den Wald völlig... Völlig absurd im Endeffekt, aber ich tue es trotzdem. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Tor unten ist wässrig irgendwie, ne? Wo sind wir denn hier gelandet? Da vorne ist ein Drache! In den Hintern. So. Irgendwas hat mich... Irgendwas ist da noch, weil ich bin ja irgendwie entdeckt so halb. Was ist denn das da vorne für ein Berg? Ist das der? Ja, ne? Schwebt über Windhelm echt ein Drache noch, den wir noch nicht gemacht haben? Was... Was bist denn du? Ach, ein Hawker. Wir könnten jetzt natürlich schnell auf den Drachen einschieben. Wir könnten mal auf Hawkerjagd gehen. Wie weit ist denn bis zu dem Drachen? Der fliegt hier. Das lässt sich immer so schwer abschätzen, ne? So, jetzt ist er auf jeden Fall in der Nähe. Drachenfall ist an. Boah, das war gerade kalt an den Pfoten. So, jetzt müssten wir ihn doch bald mal anbrüllen können und mal Aufmerksamkeit ziehen, oder? Ja. Wir müssen ihn gar nicht anbrüllen, um Aufmerksamkeit zu ziehen. Er kommt doch so. Boah, der hat einen Namen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also, ich meine, ist natürlich kein Problem, ihm Platz zu machen, das sieht man jetzt schon. Aber, da bist du ja. So. Genau, sterbt ihn in der Drache. Ja, gut. Ist aber auf jeden Fall einer von den großen Drachen noch. Wo kommt denn da jetzt der Pfeil hergeflogen, wenn ich fragen darf? So, sehr schön. Dann haben wir den erledigt. Also es sind also auch die großen Drachen nicht mehr mehr als 3 bis 4 Pfeile. Und, wenn
ich sag, dann kommt irgend so ein blöder Bote und tötet einen dreimal. Irgendein Waisenjunge, so quasi, ne? Naja. So, sehr schön. Gold nehmen wir mit. Vulkanglaspfeile nehmen wir auch mit. Stahlschild des abnehmenden Feuers. Naja, warum nicht? Das nehmen wir jetzt einfach alles mal mit. So, und da oben drin waren wir ja schon. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir auf den Berg hochkommen quasi. Sind wir wieder ein Stück zurück. Ja, Entschuldigung, ich wollte den Drachen mal schnell machen. Und da ist irgendeine Ansiedlung. Ach, da sind jetzt Leute wieder total aus dem Haus, weil ich einen Drachen getötet habe, ne? Was halten die eigentlich für welche? Sturmmäntel. Achso. Ja, er braucht natürlich 10 Soldaten der Sturmmäntel, um diesen einen Wolf jetzt in die Flucht zu schlagen. Meine Güte, ey. Naja, wir gehen mal hoch auf den Berg wieder. Bevor hier noch Fragen aufkommen, warum ich unschuldige Drachen erschlage. So, da ging doch da vorne irgendwo so, ne? Hier so der Weg hoch, genau. Da sind wir schon fast wieder da. Und ja, schauen wir mal. Geht's hier lang? Nee. Eins weiter noch, oder? Oder? Gerade? Eins weiter ist besser. So, dann rennen wir mal. Pflücken ein paar Schneebären. Pflücken. Meinte ich natürlich. Ach, da guck her, das ist ja... Ist ja auch total unauffällig gebaut hier. Du bist böse, hä? Weiß ich's doch. Ach, der hat mich schon entdeckt. Das ist doch blöd. Der da auch. Also manchmal verstehe ich nicht so ganz, wo die Pfeile hängen bleiben, ne? Jetzt weicht er wieder aus. Es ist fast unmöglich, die Leute zu treffen, so. Beno vergnügt sich hinter mir mit irgendwas. Warum habe ich den Banditen jetzt nicht getroffen? Das verstehe ich nicht. Also jetzt verstehe ich es wiederum, aber... Na also, ins Gesicht. Da kommt hier eine Treppe runter, das lässt sich immer so schön vorhersagen, wo die langlaufen. Na was jetzt? Ich nehme alles zurück. Hä? Wieso hat denn der jetzt so viel ausgehalten? Wer ich? Warum? Wer sagt der? Wer spricht da? Ach, das ist Beno, kümmert sich darum, dann ist alles bestens, bin ich der Meinung. Springen wir hier mal rüber einfach. Ja, einfach mal einen Pfeil so in den Schnee geschossen. Ist vor allen Dingen voll das authentische Geräusch, wenn man in den Schnee schießt, ne? So. Wo ist denn der hin hier gerade? Den habe ich angeschossen und haut ab, oder was? Feiger Hund. Hallo? So ruhig hier auf einmal. Warum laufe ich hier über den Dächern? Assassin's Creed Edition, hä? So. Ach komm, das hätte ein Treffer werden müssen. Och, dass sie immer so davon schweben können, wenn sie wollen, ne? Verzieh dich. Verzieh dich, habe ich gesagt. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ich verprügel dich mit meinem Bogen, Alter. Ich verprügel dich. So, weg da. Der macht ja Schaden. Das ist genau das, weiß ich mal. Mit 3 Schlägen mache ich einen Drachen. Einen großen Drachen mit Namen. Mache ich einfach tot. Schieße ich 3-mal drauf und er fällt vom Himmel. Weißt du, so ein blöder Banditenanführer. Haut mich jetzt einfach aus den Socken. Ich finde es manchmal nicht so logisch, wie es sein könnte. Naja. Also ich hätte kein Problem damit, wenn irgendwie es wirklich anstrengend wäre, gegen die Drachen noch zu kämpfen, die irgendwie wesentlich stärker werden würden mit der Zeit oder so. Aber das ist einfach immer wieder lächerlich. So, wo sind's die Kollegen? Was war denn das? Hier ist irgendwas auf oder zugegangen, ne? Ich werde den Schnee mit eurem Blut färben.
Ja, mach mal. Was ist denn das da für ein Beleidigungswettbewerb da unten? Na, guck doch. Oh, da ist jemand. Ja, ja, genau. Tänzel, Tänzel. Und tschüss. Noch jemand? Dass ich aber auch überall immer gleich Banditen niederlassen muss, was Wertvolles gibt hier, ne? So, durchsuchen Truhe, gucken wir mal. Oh, ganz toll. Ich glaube, das kenne ich schon, ne? Eben, Erzhaut. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ach, ich habe ja auch kaum Bücher dabei. Das ist... Ich hoffe mal, dass ich sowas wie ein Kindle besitze. Ansonsten schleppe ich mich in den ganzen Büchern hier echt tot die ganze Zeit. Das gibt irgendwann Probleme mit dem Rücken. Da unten rennt Beno. Da steht einfach mal ein Stuhl. Haben sich's gemütlich gemacht, würde ich sagen. Es könnte auch die Toilette sein, ne? Mit Ausblick. So, dann gehen wir mal da hoch. Und dann müssen wir vermutlich hier rein. So. Ich muss irgendwie hier meinen Stuhl mal kurz richten. So. So, sprich mit Carlia. Wenn ich sie finde, mache ich das. Ist Beno, hat es Beno geschafft. Hier gibt es wieder einen Steinstuhl zum Hinsetzen. So. Da unten liegt eine Leiche. Ein Bandit. So. Experte ist natürlich jetzt wieder mal ganz toll, ne? Moment, mir fällt was ein. Objekte. Gab's da nicht einen Teil von der Nachtigallenrüstung? Schlossknacken. Oh, Moment mal. Sechs überhaupt erst. Gut, Bögen bewirken 30% höheren Schaden. Aber die Nachtigallenanschläge verursachen generell 25% höheren Schaden, so wenn ich das richtig verstehe. Ne? Die kann ich also problemlos auch einfach mal anlassen. Mache ich das nicht direkt mal? Ups. Na, noch ein Stück. Nein, nicht kaputt gehen. Böser Dietrich. Und falls Sie das hören, Herr Dietrich, ein Lehrer von mir, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ups, kaputt. Scheibe. Na, jetzt hier aber. Pfui. Oh, ich brauche dringend Dietrich, Leute. Ich will doch nur wissen, was in der blöden Kiste ist. So. Sagt mal. Muss doch irgendwie aufgehen. Zah, noch einer kaputt. Das ist jetzt der fünfte. Ah, das war knapp. Ah, endlich. Ah, hat sich mal wieder total gelohnt, obwohl ich sagen muss, dass der Helm gar nicht schlecht aussieht. Wie sieht es nur aus mit dem Helm? Wie siehst du denn aus mit dem Helm? Vielleicht können wir da ja wirklich mal einen richtigen Helm draus machen. Dass wir ein bisschen mehr Rüstungswert haben, auch auf dem Kopf. Vulkanglashelm. Ist tatsächlich machbar. So, setzen wir aber erstmal wieder natürlich unser Diadem auf. Das ist es, oder? Ja. Ja. Gut, und dann suchen wir mal Carlia. Und Beno ist immer noch unter den Verschollenen irgendwie. Ist er hier? Ich mach mal Licht an. Hier geht's nicht weiter, habe ich das Gefühl. Geht's hier lang irgendwie? Ja. Wow!
Ich habe jetzt eher mit einer Falle gerechnet, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, wenn jetzt hier kein Beno dabei ist, muss ich zu anderen Mitteln greifen. Lass mich in Ruhe, du dummes Tier. Gerät. Gute Nacht. So, ein Seelenstein und die Bolzen hätte ich jetzt nicht mitnehmen müssen eigentlich. Gut, die ist da rausgekullert, ne? Themasphärenwächter haben wir hier noch einen. Den hat sich schon jemand vorgenommen. So, da hier ist auch jemand. Auch jemand durch mit dem Schwert vermutlich. Jetzt warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken auf meine. Auf eine Schnellbild. Ah, genau, auf 5 habe ich einen Sucher. Den könnte ich natürlich. Kann ich den Sucher hier oben beschweren? Das würde mich mal interessieren. Ja, es geht. Dann nehmen wir doch mal einen Sucher mit. Wow, wow, wow. Sind aber viele, ey, auf einmal. Aber der Bogen macht halt einfach richtig viel Schaden, ne? Das ist so. Und der Sucher tankt, das ist auch gut. Stellt sich dahin und lässt sich von 2 Sphären verprügeln. Und ich könnte ja weiter schießen. Also die Sucher halten schon ordentlich was aus, ne? Hässlich, aber effektiv. So. Öl nehme ich mit. Granatstein nehme ich auch mit. Und die Geräusche finde ich auch immer so unangenehm, aber was willst du machen, ne? So. Okay, das ist eine Falle. Und das, der Mist dreht sich tatsächlich. Man muss hier, oder kann hier, man kann auch einfach so durchlaufen, habe ich gerade exakt das Gefühl. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich lang? Darüber offensichtlich. Na toll. Ich will das Tor erstmal öffnen, bevor ich mich um euch Spinnen kümmere. Ich finde diese blöden Dwemer-Spinnen finde ich echt immer wieder witzig. Was soll denn das jetzt? Kommst du wieder her? Wo ist das Mistviech? Hallo? Spinni, Spinni. So, auf Wiedersehen. Gut, und dann haben wir hier eine Kiste. Lehrling sollte man ja wohl wirklich mal wieder schaffen auf Anhieb. Und es kostet mich einen Dietrich, glaubt das? Alter, was für ein Glück, ey. Ich wäre jetzt ultra peinlich geworden. Ganz toll. Ich nehme es einfach mit zum Verkaufen. So, und da ist eine Tür, durch die ich gehen soll, offensichtlich. Kann ich hier vielleicht öffnen?